Da geht Shy Witch hinein. Ramin Party Day außerhalb und La Dynamite, die gestütwitte Kindshoffarbe. Und Daniele Porcu muss hinein. Da kommt Party Day in diesem Moment heran. La Dynamite fehlt. Geht hinein. Alle Pferde in den Boxen. Start. Großer Preis der Sparkasse Dortmund im Jahre 2017. Flemish Duchesse mit dem Blitzstab legt sich gleich mal vor das Feld. Dahinter Party Day und Prinzess Gibraltar ist an der Innenseite dran. Dann sieht man die Brümmerhoffarbe Wild Approach ist im Vordertreffen El Bretta auch mit dabei. Das ist die Alshaka Racing Rennfarbe Vacaria außen daneben. Verbessert die Position, so geht es. Hinauf gleich schon in den Schlussbogen und vorne geht Flemish Duchesse an der Spitze. Verfolgt von der Gaststute aus Tschechien, Party Day. Innen Prinzess Gibraltar in der dritten Position. Wild Approach ist dann vierte. Fünfte ist El Bretta Vacaria. Und Shy Witch sind dahinter auszumachen. Ramin ist noch im Hinterfeld mit Intendantin und so geht es in Richtung der Zielgeraden. Auch La Dynamite hinten im Feld und vorne weiter Flemish Duchesse mit André Best weiter in Front. Die Duke of Marmalade Tochter führt mit zwei Längen. Party Day dahinter auf dem zweiten Platz. Innen sieht man Princess Gibraltar daneben Ride Approach. So geht es jetzt in den langen Dortmund-Einlauf hinein. Flemish Duchesse an der Spitze. Dahinter Party Day, innen Princess Gibraltar. Außen ist auch Ride Approach in Position. Von hinten kommt Intendantin besser in die Partie. Innen Shy Witch dabei in der Mitte der Bahn. Kommt auch El Bretta jetzt mit nach vorne und außen. Da kommt auch La Dynamite jetzt zügig ins Rennen. Party Day greift jetzt an. Flemish Duchesse und Party Day. Prinzess Gibraltar übernimmt den dritten Platz. Macht sich auf die Verfolgung. Die Französin wird hier immer stärker, übernimmt die Spitze. Prinzess Gibraltar ist hier nicht zu schlagen. Prinzess Gibraltar gewinnt das Rennen vor Party Day. Flemish Duchesse. La Dynamite dann innen, Wild Approach dicht dabei. So geht es über die Linie im großen Preis der Sparkasse Dortmund 2017. So, wir kommen dann zur Siegerehrung für das vierte Rennen Europa-Jackpot-Preis. Wettchance des Tages hier
Ein Rennen, das verdient gewonnen wurde von Recent Plate. Der Sieg geht also nach München. Die Ehrenpreise werden jetzt übergeben von Frau Marion Kaspers-Merck. Sie ist die Geschäftsführerin der staatlichen Toto Lotto GmbH und Frau Jutta Hofmeister, der Geschäftsführerin von Baden Racing. Wir bedanken uns natürlich ganz recht herzlich bei der staatlichen Toto Lotto GmbH. Der Europa-Jackpot ist ja die neue offizielle europäische Gemeinschaftslotterie. Also da kommt alles in einen Pott. Und da gibt es Jackpots von bis zu 90 Millionen Euro. Also ganz ordentliche Summen kommen hier zusammen. Der Sieg, der geht, wie ich es gesagt habe, nach München-Riem. Besitzer ist der Stall Hessenäger. Besitzer lässt sich vertreten von der Trainergattin. Und Trainer ist Michael Figge in München. Der Reiter Josef Beuko. Und die Ehrenpreise sind jetzt übergeben. Und jetzt gibt es Ihr Applaus für das Team aus München. Für das Team um Recent Plate. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben auch ganz tolle Neuigkeiten aus Lyon, aus Frankreich, denn das Hauptrennen dort, die Tier C-Prüfung,